Ja, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry Primal. Zusammen mit Mariposa, das bin ich. Ja, mischen wir uns da erstmal hier ein, würde ich sagen. Bevor ich euch jetzt erzähle, wie meine Dummheit ihre Krönung gefunden hat. Ja, wusste ja letztes Mal nicht, da oben ist eine Miezetatze. Das ist denn ein Nashorn? Wie ich porten konnte, ne? Ja. Hm? Die Dinger sind's. Schnellreise. Da steht's. Schnellreise. Ja. Okay, hätten wir also hier nicht unbedingt dieses ganze Wirrwarr laufen müssen. Aber egal. Wir sind auf dem Weg hierhin. Währenddessen können wir das hier, den Außenposten, so ein bisschen unsicher machen. Und für uns in Beschlag nehmen. Das bedeutet... Wir markieren das gute Stück. Und auf geht's. So, ich weiß gar nicht, haben wir genug Pfeile? Ach, das war so ein Luftbändiger. Herstellen. Ja. An dem Nashorn gehen wir mal schön vorbei. Ich glaube, es ist da oben. Was ist das? Lass mich in Ruhe. Der wollte mir was antun, das habt ihr gesehen. So. Gib mir mal meine Pfeile wieder. Ja. Ah, es ist ein Nashorn. Ich. Es ist weg. Okay. Da hat jemand Hunger gehabt. Wir werden jetzt diesen Außenposten erobern. Hoffentlich ohne Schmach. Und dann einen neuen Hauptcharakter, würde ich sie jetzt nennen, für unser Dorf holen. Ich weiß nicht. Mach den fertig! Der hat weißes Fell! War doch eine Katze, oder? War das ein Affe? Oh, es war ein Affe. Hoppla! Ich dachte, es ist eine Katze. Es tut mir leid. Über was habe ich... Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Egal. Da oben ist das Dorf, okay. Muss ich da hochkraxeln, toll. Können die denn nicht hier unten bauen? Wie alle normalen Leute? Nee, wir müssen auf den Berg hoch. Und was habt ihr so Weihnachten vor? Wir machen das ganz entspannt. Also wir sind ja Mehrfamilienhaus. Meine Schwiegereltern machen meistens das Essen. Und wir gehen dann runter und essen uns voll. Und lassen das, den Abwasch unten. Nein, wir feiern halt schon ein bisschen, ne? Wir sitzen zusammen, reden ein bisschen. Hallo? Boah, ist der geflogen. Alter. Wo sind denn jetzt hier welche? Die mache ich erstmal kaputt. Die mache ich erstmal kaputt. So, da hinten kommt jemand. Jetzt hat sie es verraten. Nein! 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 Hilfe! Hilfe! Ich brenne! Ich brenne! Panik! Löschen! Hilfe! Ah! Lass mich! Ah! Macht das kaputt? Hier ruft keiner. Hier ruft keiner. Es ruft niemand. Wo sind sie denn? Wo sind sie? Da kommt ja kein Mensch hoch. Wo sind denn alle? Da oben. Lass das. Voll die Panik gekriegt hier. Oh. Falsch. Ist das schon die Verstärkung? Ja. Hat der den jetzt da runtergeschubst? Wo sind sie? Der hat sich von hinten angeschlichen. Weg mit dir. Hallo? Du hast schon zwei Pfeile drin.
Jetzt kommt die Verstärkung noch. Das war jetzt nicht gerade ruhmvoll, was ich hier vollbringe. Wie komme ich denn da hoch? Wo ist er denn? Ach, wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Boah. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Habe ich mir sehr anders vorgestellt. Oh Mann, ey. Jämmerlich. Sehr, sehr jämmerlich, was ich hier gerade tue. Findet ihr nicht? Och Mann. Ihr könnt mir ja Jämmerlichkeitspunkte geben. 10 ist das Maximum von Jämmerlichkeit. Oh Gottchen. Oh, heilen wir ihn erstmal. Komm mal da runter. Ah, bleib hier. Nein, stopp. Will ich heilen, genau. Na, jedenfalls so sieht Weihnachten bei uns halt aus. Gemütlich essen, dann einfach nur zusammensitzen und ein bisschen reden. Timo und ich verbringen dann den Abend noch schick zusammen. Kann man da rein? Oh, da kann man rein. Wir haben eine Wohnung. Ui, cool. Jeder hat sein... Ja, danke, dass ich da gucken darf. Jeder hat seine eigene Nische. Und einen Keller haben sie auch noch. Na, sowas. Richtige Architekten. Du bist fett. Geh weg. Sag mal hier, Blümchen. Aha. Dicker Katzenpo. Okay. Cool. Sehr cool. Oh, Stein. Hoppla. Ja, haben wir uns diesen Wunsch erfüllt? Jetzt können wir zu ihm. Trägst du mich? Ja, erstmal will er was zu essen haben. Ja, die Tage kommt meine Mutter noch zu Besuch. Die dachte, ich sterbe. Wegen Corona. Aber ich konnte sie halt beruhigen. Ich lebe noch. Aber sie will trotzdem einmal kurz hochkommen. Dass wir uns dieses Jahr halt nochmal sehen. Weil wir sehen uns sowieso das Jahr über kaum. Ich wohne 270 Kilometer weit weg von ihnen. Wie komme ich da hoch? Und wir sehen uns halt immer nur so ein paar Mal im Jahr. Und deswegen wollte sie gerne nach meiner... Ich komme da nicht hoch. Ich stecke fest. Wir stecken fest. Hilfe! Oh, hier geht's runter. Mist. Sie wollte nach meiner Corona-Erkrankung, wenn es mir besser geht, gerne, dass wir uns noch einmal sehen dieses Jahr. Habe ich ihr erfüllt den Wunsch. Sie kommt dann morgen für eine Nacht, schläft hier und fährt dann wieder nach Hause. Gehst du weg? Gehst du weg, habe ich gesagt. So. Ja, jetzt hast du blöd geguckt. Ja, so ist es halt mit Eltern. Ich habe ihr gesagt, mir geht's gut. Bin noch ein bisschen erschöpft und hier und da. Ja, tralala. Aber sie will unbedingt herkommen. Ja, so ist das halt mit Eltern, ne? Wenn das Kind weit weg wohnt und sie es nicht jeden Tag sehen. Aber naja, wir wollen uns mal nicht beschweren. So, wo geht's denn hier lang? Wo ist der Weg? Da ist der Weg. Oh, Luftbändiger! Luftbändiger! Ja, jetzt kriegst du Schiss. Hör auf! Hört der jetzt mal auf? Meine Güte, war der anhänglich. Der hat alles in Brand gesteckt. Gibt's ja wohl nicht. So. Da oben muss es sein. Ach so. Der Fuchsmann. La 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 la. Ich dachte, ich kann es einfach umgehen. So ein Mist. Oh. Nein, falsch. Mist. Da. Leute, helft ihm. Helft ihm.
Oh, wir mussten ihm gar nicht helfen. Du bist gut. Bis auf den einen, den ich habe, als Säbelzahn, meine ich jetzt. Ich heile dich mal kurz. Und ihn hier, habe ich eigentlich noch gar keinen weiteren Säbelzahn, glaube ich, gesehen, oder? Kann das sein? Ja doch, ich habe keinen weiteren gesehen. Das war jetzt der erste Säbelzahn. Bin ich der Meinung, ich kann mich irren. Aber naja. Jetzt will ich da endlich hoch. So. Gott, sag jetzt nicht, hier ist irgendwie so ein doofer Adler noch. Und hoch da. Hallo? Hallo? Hi. Ah, da drin ist er. Darf ich reinkommen? Hallo? Akzeptieren wir das erstmal. Oh, du solltest mal lüften. Oh! Oh mein Gott, das Vögelchen! Hat er jetzt noch einen? Oh Gott, noch ein Verrückter. Lass den Vogel los. Gott sei Dank, ich habe einen Vogel gerettet. Lass den Vogel. Urki San Patra. Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott. Warum hole ich mir sowas ins Dorf? Oh Gott. Kann mir jemand sagen, ob der später von einer Klippe springt? Oh Gott. Oh Gott. Was schnüffeln die hier? Jage und heute Tiere für Ukri. Och nö. Oh, ein hübsches Blümchen. Gib mal her. Taschen voll, toll. Da unten soll ich jagen. Okay. Immer die Verrückten. Warum die Verrückten? Ich möchte doch nur ein kleines Dörfchen haben. Mit ganz normalen Leuten drin. Das sind Luftbändiger da unten. Ja. Der weiß gar nicht, wo ich bin. Halt still. Da hinten sind noch mehr. Nimm du den. Ich nehme den da. Ihr wollt weglaufen, habt ihr das gesehen? Okay, welche Tiere soll ich denn jetzt töten? Rabe, Beißfisch, Schildkröte, Schneevogel. Ja, toll. Eine super Auswahl. Da ist eine Katze, die zählt leider nicht. Geh weg. Müssen wir mal da rumliegen. Bist du tot? Oh, es ist tot. So, ja. Wie gehen wir denn jetzt vor? Da unten noch ein Luftbändiger? Ja, schon wieder Luftbändiger. Treff nicht mehr. Wie viele Luftbändiger sind hier? Hat sie nicht gesehen. Wollte nicht werfen. Oh, wie viele Raubkatzen sind denn hier? Da ist ja noch eine. Tiger, lass es, wenn es nicht geht. Wir müssen eh gucken, wie ich das hier hinkriege. Wechsel mal. Da unten ist auf jeden Fall der eine Fisch schon mal. Geh mal da auf die Klippe. Huch. Geh weg. Ja. Tschüss, ne? Okay,
Ja. Ich gehe jetzt erstmal hier drauf. Ach, mach ihn einfach. Und dann gucken wir mal. Da drüben scheinen die Rebhühner zu sein. Eins. Da sind die Fische. Ich geh jetzt erstmal kurz darüber und hol meinen Fisch. Mein Huhn. Rebhuhn. Ja. Schneevogel, kein Rebhuhn. Okay. Punkt Nummer 1. Falscher Knopf. So. Ja, oh, ist das so ein Rabe? Ob ich den von hier aus treffe, ich weiß ja nicht. Nope. Och man. Och man. Oh Jesus, wo soll ich denn das? Da sind ja schon wieder Luftbändiger. Oh, jetzt schon keinen Bock mehr. Okay, klettern wir erstmal hier hoch. Eine schlechte Laune. Oh, da ist eine Schildkröte. Nix. Absolut nix. Mit dieser Aufgabe zu tun. Schildkröte her. Sehr gut. Okay. Was ist dahinter? Was ist das? Was bist du? Sind sie tot? Sie sind tot, ne? Huch. Oh, ernsthaft jetzt. Sind sie tot? Ach, ist nur eine Tasche. Oh. So, da ist der Fisch. Oh, mit einem Schuss. Uhuhuhu. Sind hier noch andere Fische? Da geht's runter. Da hinten schwimmt einer rum. Also kann ich da mal kurz hin. Wie konnte ich nochmal tauchen? So, das heißt, wir brauchen nur noch den Raben. Hä? Oh, wo ist denn hier Land? Okay. Dann nur noch Rabe. Die waren da hinten. Da fliegt er. Ist ja super. Die waren da hinten. Ich gehe jetzt mal da hinten hin und gucke, ob da irgendwas. Pfeil? Das ist ein Pfeil, ne? Pfeil. Okay. Da sind die Hühner. Oh. Rappe. Der Rappe. Rappe. Nope. Ich. Nicht getroffen. So ein blöder Rabe. Ah. Luftbändiger. Hätte er gleich. Och Mann, komm schon. Och, komm schon. Oh! Ja! Ja! Ich hab's! Fuck. Oh Mann. Da ist er. Ich habe einen Raben. Wieso habe ich keine Keulen mehr? So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Drücke mir den falschen Knopf. Ich hab. Oh, ich muss mal Holz sammeln hier. Ist denn hier irgendwo eine Tasche? Ja. Kann ich ja meine Sachen vollstopfen? Ich möchte den ganzen Stapel haben. Ich möchte alles haben. Einfach alles durch. Okay. Dankeschön. Hier war noch irgendwo noch Luftbändiger. Oh Gott, nee, ne? Der springt wirklich.
Der springt! Aber ich würde sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke... Da sind die Luftbändiger, die ich meinte. Der sieht nichts mehr. Der sieht auch nichts mehr. Okay. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Zuschauen, so. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch gerne einen Kommi und ein Like da. Wenn es euch generell mit mir gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, dass ihr auch immer wieder weiter Videos von mir gucken könnt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Far Cry Primal zusammen mit Mariposa. Ciao, ihr bis dann!